Hauptset 2020. Ist nicht das aktuelle Hauptset, aber was soll's. Kann ja auch mal in die Vergangenheit gucken, oder? 2020 ist noch nicht so lange her. Fast ein Jahr. Aber das ist okay. So, komm raus. So, was haben wir denn hier? Heiler der Lichtung. Ein Mana 1-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man 3 Lebenspunkte. Voll hübsch. Knochen zu Asche. 4 Mana, neutralisiert einen Kreaturenzauberspruch eurer Wahl, zieh eine Karte. Inspirierender Hauptmann. 4 Mana 3-3. Was hat er denn? Ach, der springt gerade drüber. Ich dachte, sein Pferd ist behindert und guckt einfach nur quer. Immer wenn er ins Spiel kommt, er hat Kreaturen, die er kontrolliert, bis 1 bis zum Ende des Zuges. Steingolem, 5 Mana, 4-4. Kein Effekt. Wolkensippenseherin. Wow, was ist sein Name? 3 Mana 2-1 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Verräterische Tat. Für 3 Mana übernimmt man die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges. Man enttappt sie und sie kommt Eile. Schmerzvolles Absaugen. 4 Mana Hexerei fügt dem Spieler neben einem Ziel 3 Schadenspunkte zu. Man hält 3 Lebenspunkte. Silberrücken Schamane. 5 Mana, 5-4 Trampel. Und wenn er stirbt, zieht ihr eine Karte. Wachstumszyklus. 2 Mana Spontanzauber, eine Kreatur eurer Wahl erhält +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Zusätzlich erhält sie für jede Karte namens Wachstumszyklus in eurem Friedhof +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Das ist nicht bad. Blutschwelger, für 5 Mana Kreatur Vampir, immer wenn du einen Lebenspunkt dazu erhältst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Meteorgolem, 7 Mana, 3-3. Wenn es ins Spiel kommt, zerstört er eine Nicht-Landkarte eurer Wahl. Dein Gegner kontrolliert nur, okay. Sturmsippen, Blitzboote, 2 Mana, 2-2, fliegend, Eile. Wow. Glutschlepper, 2 Mana, 2-2. Man kann ihn für 1 Mana opfern, um ein Ziel 2 Schadenspunkte zuzufügen. Und unser Rare ist Agent des Verrats. Okay, 7 Mana, 2-3. Wow, was? 7 Mana 2-3. Wenn er ins Spiel kommt, übernehmen die Kontrolle über eine bleibende Karte eurer Wahl. Und zu Beginn des Endsegments, falls ihr 3 oder mehr bleibende Karten kontrolliert, die ihr nicht besitzt, zieht ihr 3 Karten. Das ist eine coole Karte. Aber 7 Mana ist halt schon arschteuer. Vielleicht im Commander. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blackseed. Ciao, ciao.